Am 16. August 2016 betritt der 33-jährige Louis Gampenberger das Grundstück der 58-jährigen Pam Hubb in O'Fallon, Missouri. Louis leidet seit einem Autounfall vor ein paar Jahren unter physischen und geistigen Beeinträchtigungen. Nur wenige Minuten später geht ein Notruf bei der Polizei ein. Die Anruferin ist die aufgelöste Pam Hubb. Sie berichtet, dass der Mann, den man später als Louis Gampenberger identifizieren wird, auf sie losging, als sie gerade im Auto vor ihrem Haus saß. Er habe sie mit einem Messer bedroht und wollte sie dazu zwingen, zur Bank zu fahren, um Russ Geld zu holen. Sie wäre daraufhin in ihr Haus gerannt, habe ihre Pistole vom Nachtschrank geholt und 5-mal auf den Mann geschossen. Als die Polizei kurz darauf eintrifft, findet sie Louis leblos vor. Bei ihm findet man Notizen, in denen detailliert beschrieben steht, wie Louis Pam dazu zwingen soll, das Geld zu holen und sie anschließend ermorden soll. Lass es wie Russ' Frau aussehen. Stell sicher, dass das Messer aus dem Hals ragt. Die Ermittler haben zahlreiche Fragen. Wer ist Russ? Welches Geld? Und wer hat Louis beauftragt? Als sie Pam eine Woche später auf dem Polizeirevier zu dem Vorfall befragen wollen, bittet diese darum, noch kurz auf die Toilette gehen zu dürfen. Wenige Minuten später findet man sie dort blutüberströmt vor. Mit einem Kugelschreiber hat sie sich die Pulsadern an Handgelenken und Hals regelrecht aufgerissen. Warum hat Pam das getan? Was hat zu diesem verworrenen und undurchsichtigen Fall geführt? Und was ist seine Lösung? Darüber und noch viel mehr sprechen wir im heutigen Video. Bevor wir aber mit dem Video beginnen, möchte ich euch kurz BookBeat vorstellen. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich immer zum Einschlafen oder wenn ich unterwegs bin, Hörbücher höre. Und dafür ist BookBeat natürlich die perfekte App. Fürs WDR musste ich jetzt schon längere Strecken mit dem Auto fahren. Und da ist es mega praktisch, dass man BookBeat auch über CarPlay oder Android Auto hören kann. Da muss ich nicht extra aufs Handy gucken. Wie jedes Mal, wenn ich BookBeat vorstelle, habe ich auch heute wieder einen Buchtipp für euch. Auf der Spur des Bösen von Axel Petermann. Den Namen Axel Petermann solltet ihr eigentlich kennen. Er kam schon öfter in meinen Videos vor. Denn er ist einer der bekanntesten Profiler Deutschlands. Und in seinem Buch stellt er verschiedene Fälle vor und sagt, was Spuren am Tatort über die Psyche der Täter aussagen. Wirklich sehr interessant. Solltet ihr euch dafür nicht interessieren, könnt ihr natürlich auch selbst nach Titeln suchen oder ihr bekommt welche vorgeschlagen. Und wenn ihr den Promocode INSOLITO eingibt, könnt ihr BookBeat für 2 Monate kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie ihr möchtet. Den Link dazu findet ihr auch in der Infobox. Einfach draufklicken und loshören. So, und jetzt zum heutigen Video. Pam Hubb, damals noch Pam Newman, kam am 10. Oktober 1948 in Delwood, Missouri auf die Welt. Später besuchte sie die Riverview Gardens High School und heiratete unmittelbar nach ihrem Abschluss ihren ersten Mann. Mit ihm bekam sie kurz darauf eine gemeinsame Tochter. Die Ehe hielt insgesamt 6 Jahre. Dann kam es zur Scheidung. Nur wenige Zeit später lernte sie Mark Hubb kennen, heiratete diesen und bekam mit ihm einen Sohn. Bei der Hochzeit hat sie seinen Namen angenommen. Und aus Pam Newman wurde Pam Hubb. Pam arbeitete als Büroangestellte in State Farm. Dort lernte sie Betsy Faria kennen und freundete sich mit ihr an. Nach ein paar Jahren verloren sich die beiden allerdings aus den Augen und hatten zunächst keinen Kontakt mehr zueinander. Im Jahr 2010 war Pam arbeitslos. In der Vergangenheit wurde sie bei mehreren Arbeitsstellen gefeuert, da sie Unterschriften gefälscht hatte. Da sie außerdem unter starken Rücken- und Beinschmerzen litt, hatte sie sich dazu entschlossen, nicht mehr zu arbeiten und von nun an zu Hause zu bleiben. Zu Betsy hatte Pam wieder Kontakt aufgenommen und die beiden Frauen pflegten eine innige Freundschaft. Bis Betsy mit Brustkrebs diagnostiziert wurde und es ihr zunehmend schlechter ging. Da Pam die nötige Zeit und die Möglichkeiten dazu hatte, begann sie Betsy aufopferungsvoll zu pflegen. 2011 erfuhr Betsy, dass der Krebs in die Leber gestreut hatte und es keine Chance mehr darauf gab, wieder gesund zu werden. Betsys größtes Anliegen war es, dass ihre Töchter nach ihrem Tod ein glückliches Leben führen können. Aus diesem Grund hatte sie bereits vor einiger Zeit eine Lebensversicherung abgeschlossen, die nach ihrem Tod an ihren Mann ausgezahlt werden sollte.
Dieser sollte das Geld so lange aufheben, bis ihre Töchter alt genug sind. Doch durch Differenzen mit ihrem Ehemann entwickelte Betsy die Sorge, dass er das Geld einfach ausgeben könnte und die Kinder am Ende leer ausgehen würden. Nach einigen Überlegungen und Absprachen mit Pam ließ Betsy die Lebensversicherung letztendlich auf ihre Freundin umschreiben, da sie Pam mehr vertraute und sich sicher war, dass sie das Geld ihren Töchtern übergeben würde. Sie hatte mit Pam abgemacht, dass Pam den Erlös der Lebensversicherung, $150.000, auf ein Sparbuch legt, bis ihre Töchter alt genug dafür sind. Am 27. Dezember 2011, 5 Tage nachdem Betsy ihre Lebensversicherung an Pam überschrieben hatte, befand sich Russ Farrier, Betsys Mann, im gemeinsamen Haus. Er arbeitete an diesem Tag im Homeoffice. Als er um 17 Uhr Feierabend machte, rief er kurz seine Frau an, die sich zu diesem Zeitpunkt gerade bei der Chemotherapie befand. Im Anschluss fuhr er tanken und rief um 17.22 Uhr seine Mutter an, um ihr für das gemeinsame Essen abzusagen, das die beiden geplant hatten. Danach machte er sich auf den Weg zu einem kleinen Laden, in dem er um 17.56 Uhr dabei gesehen wurde, wie er einige Snacks und Getränke kaufte. Mit seinen Einkäufen fuhr er zum Haus von Michael Corbin, einem Freund von ihm. Dort hatte er einen Filmeabend geplant mit 3 weiteren Freunden. Die Männer trafen sich meist einmal in der Woche, schauten Filme, aßen Snacks und unterhielten sich dabei. Um 21 Uhr trennten sich die Wege der Männer wieder und Russ kaufte sich unterwegs noch ein paar Sandwiches, bevor er gegen 21.40 Uhr zu Hause ankam. Als er das Haus betrat, wirkte auf den ersten Blick alles normal. Doch nach wenigen Schritten bemerkte er, dass der Boden mit Blutflecken übersät war. Nur wenige Meter weiter fand er seine Frau leblos vor. Betsy lag in einer riesigen Blutlache. Ihre Handgelenke waren bis zum Knochen aufgeschnitten und in ihrem Hals steckte noch ein großes gezacktes Küchenmesser. Später zählte man an ihrem Körper 55 Stichverletzungen. Russ, der unter Schock zu stehen schien, alarmierte sofort den Notruf und sagte am Telefon aufgelöst, dass sich seine Frau umgebracht habe. Als die Polizei bald darauf eintraf, fiel ihnen sofort auf, dass diese Tat vieles war, aber eindeutig kein Selbstmord. Die Polizisten rekonstruierten den Tag, bevor Betsy starb. Eine große Hilfe dabei war ihnen Pam, da sie die letzte Person war, die Betsy lebendig gesehen hatte. Pam wollte Betsy an diesem Tag bei ihrer Mutter abholen, um sie zur Chemotherapie zu fahren. Dort erfuhr sie, dass diese bereits mit einer anderen Freundin ins Krankenhaus gefahren ist. Darüber hatte Betsy sie auch bereits per Textnachricht informiert. Dennoch machte sich Pam auf den Weg zu ihr ins Krankenhaus und fuhr sie nach ihrer Behandlung zurück nach Hause. Dort setzte sie sie, laut eigenen Aussagen, gegen 19 Uhr ab. Einen Tag nach der Tat verhaftete die Polizei Russ. Dieser hatte sich mit seinem Notruf sehr verdächtig gemacht. Den Ermittlern war es zweifelhaft, wie man solch einen brutalen Mord als Suizid missinterpretieren konnte. Russ selbst brachte das Argument an, dass er unter Schock gestanden habe und sich Betsy außerdem in der Vergangenheit bereits einmal versucht hatte umzubringen. Doch diese Ausrede reichte den Ermittlern nicht aus. Sie verhörten ihn und das Verhalten von Russ kam ihnen merkwürdig vor. Während er in einem Moment völlig ruhig und emotionslos über den Tod seiner Frau spricht, rastet er im nächsten Moment förmlich aus und ist sehr aufgebracht. Außerdem besteht er einen angeordneten Lügendetektortest nicht, was den Verdacht erhärtet. Als man Pam zu Russ befragte, bestätigte diese die Befürchtungen der Ermittler. Sie sagte aus, dass sie Russ die Tat zutrauen würde. Angeblich sei er in der Beziehung mit Betsy oft gewalttätig gewesen, sodass diese vorgehabt hätte, zurück in die Nähe ihrer Mutter zu ziehen. Darüber sei Russ sehr verärgert gewesen. Betsy habe ihr außerdem erzählt, dass er immer wieder erwähnt habe, wie sehr er sich auf das Geld aus der Lebensversicherung freue und irgendwann angefangen habe, ein groteskes Spielchen mit ihr zu spielen. Dabei hätte er Betsy wiederholt ein Kissen auf das Gesicht gedrückt und Dinge gesagt wie: "Haha, gewöhn dich schon mal daran. So ist das, wenn du stirbst." Laut Pam habe Betsy außerdem am Tag ihres Todes vorgehabt, mit Russ zu sprechen und ihm vorzuschlagen, dass sie allein näher zu ihrer Mutter ziehen und er selbst ja im gemeinsamen Haus wohnen bleiben könne. Pam gibt den Ermittlern außerdem den Hinweis, Betsys Laptop zu überprüfen.
Dort habe sie in der Vergangenheit wohl öfter über ihre Ängste und Sorgen geschrieben. Und tatsächlich finden die Ermittler ein Dokument, was Pams Aussagen bestätigt und deutlich macht, dass Betsy Angst vor ihrem Ehemann hatte. Den Polizisten fällt aber auch auf, dass das Textdokument in Word 97 verfasst wurde, einem Programm, das nicht auf dem Laptop von Betsy installiert ist. Wenn sie das Dokument also selbst geschrieben hat, dann nicht auf dem konfiszierten Laptop, sondern einem anderen. Was ihnen auch noch auffällt ist, dass es das einzige Dokument ist, das ohne einen Benutzernamen hinterlegt ist. Dennoch wird der Beweis gegen Russ verwendet. Und dieser wird am 4. Januar 2012 wegen des Mordes an seiner Ehefrau angeklagt. Verteidigt wird Russ vor Gericht von dem Anwalt Joel Schwarz. Er findet es sehr verdächtig, dass Pam die Letzte war, die Betsy lebendig gesehen hat. Vor allem hinsichtlich dessen, dass nur 5 Tage zuvor die Lebensversicherung auf ihren Namen umgeändert wurde. Ein Alibi kann Pam auch nicht vorweisen. Nachdem sie Betsy zu Hause abgesetzt hat, habe sie den Abend allein verbracht. Um 19.20 Uhr schrieb sie noch eine kurze SMS an Betsy, in der sie behauptete, zu Hause angekommen zu sein. Das widerspricht allerdings ihren Handydaten, die beweisen, dass Pam zu dieser Uhrzeit noch im Haus der Farriers war. Russ hingegen konnte ein Alibi vorweisen. Er hat Freunde getroffen, war tanken und 2-mal einkaufen, was alles von Überwachungskameras aufgezeichnet wurde. Die Anklage findet diese Aufnahmen aber eher verdächtig als entlastend. Es wirkt für sie so, als hätte Russ versucht, möglichst viele Beweise für sein vermeintliches Alibi zu sammeln. Daraufhin bringt Joel Schwarz das Argument an, dass Russ auf den Überwachungsaufnahmen die gleiche Kleidung trägt, die er auch beim Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes trägt. Es befand sich kein Blut an ihr, was bei einem brutalen Mord mit 55 Messerstichen sehr wahrscheinlich der Fall gewesen wäre. Gegen Russ spricht aber, dass man im Haus seine blutgetränkten Hausschuhe gefunden hat. Am 18. November 2013 beginnt der Prozess rund um Russ Farrier. 3 Tage später, am 21. November, steht das Urteil fest. Russ wird wegen des Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Chance auf Bewährung verurteilt. Man geht davon aus, dass Russ Freunde gelogen haben, um ihn zu schützen. Pams Aussage, die blutigen Hausschuhe und das Word-Dokument auf Betsys Laptop reichen aus, um ihn zu verurteilen. Joel Schwarz legt nach dem Urteil Berufung ein. Pam hat die $150.000 aus Betsys Lebensversicherung erhalten, aber sie nicht, so wie ursprünglich abgemacht, auf ein Sparbuch eingezahlt. Das begründet sie damit, dass ihre Mutter Shirley gerade an Alzheimer gestorben sei und sie einfach noch nicht dazu gekommen wäre. Als man Shirleys Tod genauer untersucht, fallen aber auch hier Ungereimtheiten auf. Shirley starb durch einen Sturz von ihrem Balkon aus dem 3. Stock. Sie hatte außerdem die 8-fache Menge ihres Medikaments Zolpidem im Blut. Auch hier bekam Pam nach dem Tod eine hohe Summe von der Lebensversicherung ausgezahlt. Bei Shirleys Tod handelte es sich sogar um eine $500.000. Der Balkon von Pams Mutter hatte ein Geländer mit vielen Stäben. 6 davon waren entweder zerbrochen oder fehlten ganz. Laut den Ermittlern wären die Stäbe mit Gewalt herausgebrochen worden. Eine alte und gebrechliche Frau, wie Shirley es war, hätte dazu nicht die Kraft gehabt. Sie hätten nur brechen können, wenn sie mit voller Wucht dagegen gefallen oder gestoßen worden wäre. Dennoch ging man Shirleys Tod nie weiter nach. Er wurde schnell als Unfall eingestuft und die Akte geschlossen. Und das, obwohl es ein Video von Pam gibt, das sie einige Monate vor Shirleys Tod zeigt, in dem sie sagt: "Meine Mutter ist eine $500.000 wert, die ich bekomme, wenn sie stirbt. Wenn ich wirklich Geld wollte, gäbe es einen einfacheren Weg, als zu versuchen, jemanden zu bekämpfen, der körperlich stärker ist als ich." Im Jahr 2014 folgt eine zivilrechtliche Klage gegen Pam. Veranlasst hatten diese die Töchter von Betsy. Der Grund dafür? Sie haben nie das Geld ihrer Mutter erhalten. Und sie bekommen Recht. Am Ende des Prozesses werden ihnen $100.000 zugesprochen. Bald darauf wird außerdem Russ Berufung akzeptiert. Und im Februar 2015 wird ihm ein neuer Prozess zugesprochen.
Joel Schwarz, der Anwalt von Russ, verweist auch hier wieder auf Pam, die sowohl ein Motiv als auch die Gelegenheit dazu gehabt hätte, Betsy zu töten. Daraufhin sagt Pam aus, dass sie Russ am Tattag zur Tatzeit gesehen habe, wie dieser gerade aus dem Auto seines Freundes ausgestiegen sei. Doch diese Aussage lässt sich leicht widerlegen, da man Russ zu der genannten Uhrzeit auf den Überwachungsaufnahmen sehen konnte. Er kann zu dieser Zeit also nicht zu Hause gewesen sein. Da man Pams anderen Aussagen nun auch nur noch wenig Glauben schenkt, wird Russ am 7. November 2015 freigesprochen. Die Beweise reichen aber auch nicht aus, um Pam anzuklagen. Fast ein Jahr vergeht, bis es am 16. August 2016 zu dem im Intro thematisierten Vorfall kommt. Der 33-jährige Louis Gampenberger stirbt auf Pams Grundstück, nachdem er auf sie losgegangen sein soll. Pam behauptet, ihn vorher noch nie gesehen zu haben. Den Ermittlern fallen aber einige Indizien auf, die gegen diese Aussage sprechen. Als man Pam eine Woche später dazu befragen möchte, entschuldigt sich diese kurz und geht zur Toilette, wo sie sich mit einem Kugelschreiber die Pulsadern aufschneidet. Doch sie überlebt, trotz des großen Blutverlusts. Pam kommt ins Krankenhaus, die Polizei auch, um ihr Fragen zu stellen. Diesen ist zuvor aufgefallen, dass Pams Handy nur eine Stunde vor Louis' Tod in dessen Wohngegend geortet wurde. Und das, obwohl Pam ja behauptet hatte, ihn zuvor noch nie gesehen zu haben. Außerdem hatte Pam bei einem Verhör angegeben, dass Louis aus einem silbernen Auto ausgestiegen sei, auf dessen Fahrersitz ein Mann mit kurzen Haaren gesessen habe. Ihre Beschreibung von dem Mann stimmt mit Russ Faria überein. Durch die Vorgeschichte der beiden gingen die Ermittler davon aus, dass es Pam ein Dorn im Auge war, dass Russ aus dem Gefängnis gekommen war und sie deshalb wieder versuchte, die Schuld auf ihn zu lenken. Diese Theorie erhärtet sich, als die Ermittler die Polizeimeldungen der letzten Tage durchgehen. Wenige Tage vor Louis' Tod hatte sich eine Frau mit Überwachungsaufnahmen ihrer Einfahrt an die Polizei gewandt. Sie sagte aus, dass am 10. August eine blonde Frau zu ihr gekommen sei und sich als Katie vorgestellt habe. Katie gab an, Fernsehproduzentin zu sein und habe sie gefragt, ob sie Teil ihrer Sendung werden möchte. Dafür hätte sie einen Überfall auf sie vortäuschen und anschließend einen Notruf faken sollen. Der Frau kam die Situation sehr komisch vor, da Katie kein Kamerateam dabei hatte und sich nicht ausweisen konnte. Durch Sichtung der Überwachungsaufnahmen konnten die Ermittler die vermeintliche Fernsehproduzentin als Pam Hub identifizieren. Auch ihr Auto konnte man auf den Aufnahmen erkennen. Es ist also davon auszugehen, dass sie, nachdem sie keinen Erfolg bei der Anwohnerin hatte, weitergefahren ist und Louis Gampenberger, der geistig und physisch eingeschränkt war, auf ihr zwielichtiges Angebot einging, im Glauben nur für eine Fernsehshow zu drehen. Die Notizen, die man bei Louis Sachen fand, waren auf Papier geschrieben, welches eindeutig Pam selbst gehörte. Außerdem hatte man Briefumschläge mit Geld gefunden, mit denen Pam Louis bezahlt hatte. Vermutlich wollte sie durch die gefakten Notizen den Anschein erwecken, dass Louis und Russ zusammengearbeitet und auch Betsy zusammen getötet haben. Doch dieser Plan ging nach hinten los. Am 19. Juni 2019 wird Pam wegen des Mordes an Louis angeklagt. Sie selbst beharrt weiterhin auf ihrer Unschuld. Auch in Betsys Fall wird neu ermittelt und die Todesursache von Pams Mutter wird zumindest auf unbestimmt geändert. Am 12. August 2019 wird Pam wegen des Mordes an Louis zu lebenslanger Haft ohne Chance auf Bewährung verurteilt. Sie hat doch noch gestanden, ihn ermordet zu haben. Im März 2020 werden Russ Faria 2 Millionen Dollar Schmerzensgeld zugesprochen, da er 2 Jahre lang unschuldig im Gefängnis saß. Im September 2020 reicht Pams Ehemann, Mark Hub, die Scheidung ein und bezeichnet ihre Ehe als unwiederbringlich zerrüttet. Im Juli 2021 wird Pam schließlich wegen des Mordes an Betsy angeklagt. Dieses Mal plädiert Pam auf nicht schuldig. Die Verhandlungen waren für Februar 2022 angesetzt, mussten allerdings verschoben werden, da Pams Verteidiger an einem Herzinfarkt gestorben ist. In diesem Jahr, 2022, erschien außerdem die Serie The Thing About Pam, in der die Taten von Pam Hub noch einmal ausführlich thematisiert und nachgestellt wurden. Vielleicht behaltet ihr die für den nächsten Serienabend im Hinterkopf. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Wie denkt ihr über den heutigen Fall?
Denkt ihr, dass Pam auch ihre Mutter umgebracht hat? Und was war ihr Motiv? War es wirklich nur die Geldgier und die verlockende Lebensversicherung? Oder vielleicht doch die pure Lust am Töten? Ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Fall. Schreibt gerne einen Kommentar oder diskutiert darüber auf unserem Discord. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne einen Like, Kommentar und oder Abo. Damit unterstützt ihr den Kanal wirklich ungemein. So wird der Algorithmus angeregt und das Video wird Leuten vorgeschlagen, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.